Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video und dies hier wird so eine Mischung aus Unboxing, weil man sieht, hier ist etwas und ein bisschen auch so ein Erklärungsvideo bzw. Ankündigungsvideo. Erklärung, was das Ganze soll, warum. Man kann es vielleicht erkennen, vielleicht erkennen es einige auch nicht. Und so habe ich mir ein Aquarium gekauft. Ich kann es ein bisschen umdrehen. Hier sind noch ein paar Sachen drin, das packe ich dann eben noch genauer aus. Ja, und so habe ich hier ein 30 Liter Nano-Aquarium. Ich versuche das ein bisschen zu erklären, warum das so ist und hoffe mal, dass es nicht zu langweilig wird, wenn man nur das Aquarium sieht währenddessen. Ich versuche das auch relativ kurz zu fassen, also ist nicht komplette ganze Erklärung, aber das interessiert glaube ich auch niemanden. Und zwar, ja, bin ich immer so ein bisschen auf der Suche oder habe manchmal vor allem so Phasen, da will ich irgendwelche neuen Tiere haben und finde dann nicht immer raus, das wird nichts. Das meiste geht wirklich nicht wegen Platz, Geld. Ja, vor allem wegen diesen Faktoren. So ein Aquarium würde eigentlich gehen. So Anschaffungskosten sind zwar hoch, aber dann viel Platz braucht es nicht. Und das Geld zahlt man oftmals nur in der Anschaffung und Tierarztkosten hat man auch keine. Ja, deshalb habe ich mich dann für ein Aquarium entschieden. Es ist zwar irgendwie immer ein bisschen so, ja, Aquarium interessiert mich nicht immer. Es kommt wirklich ganz drauf an. Ich habe dann so einen YouTuber geschaut und bei dem habe ich das wirklich extrem gefeiert, die Aquarium-Videos. Manchmal fahre ich es aber nicht. Es ist wirklich ganz komisch. Aber dieses Aquarium reizt mich vor allem. Dieses kleine Aquarium hier. Und hier kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Es ist ein Nano-Aquarium. Unter Nano-Aquarien versteht man meistens ja so Cubes wie diese hier, solche Würfel, die dann meistens unter 60 Liter ungefähr sind. Und das hier hat jetzt 30 Liter. Und ich weiß, es werden vielleicht irgendwelche Leute schauen, die Aquarien haben und sich damit auskennen. Und die sagen mir, warum startest du mit so einem Aquarium? 30 Liter, das ist ein sehr kleines Aquarium. Eigentlich startet man nicht mit sowas, weil es schwer ist, so die Wasserwerte aufrechtzuhalten, dass das gut läuft, dass es stabil ist, weil das halt schnell kippen kann. Noch so eine andere Info, ich werde hier drin keine Fische halten, sondern nur Garnelen, wie man sie auf diesem Bild schon sehen kann. Hier sind so Garnelen drauf abgebildet und vielleicht später ein paar Schnecken noch. Und natürlich auch Pflanzen und so, aber sonst keine Fische, weil die meisten Fische kann man nicht auf so eine Größe halten. Es gibt paar welche. Aber irgendwie Fische reizen mich auch nicht so. Bei mir ist es ein bisschen komisch. Große Aquarien reizen mich nicht, Fische reizen mich nicht, aber sowas reizt mich eben genau. Warum habe ich mich jetzt für so ein kleines Aquarium entschieden? Wie gesagt, das reizt mich irgendwie mehr. Ich kann nicht sagen, wieso. Ich finde es einfach spannender so. Es ist, wenn ich ein großes Aquarium habe, habe ich was Riesiges und dann, ja, es ist irgendwie so viel. Und hier kann ich das, es ist nur klein, aber dafür kann ich es ganz genau individuell gestalten, weil ich nur sowas Kleines habe. Dafür kann ich mich mega auf das Kleine konzentrieren. Es wird wahrscheinlich dann keine mega spannende Unterwasserwelt, aber ja, für mich macht das so Sinn. Dann natürlich braucht es auch weniger Platz und es ist billiger, weil ich habe wirklich nicht so viel Platz. Also ich, für mich hat es nur Vorteile, ich finde es so cooler, es ist günstiger. Das einzige Problem ist ja wirklich nur, dass es halt schwerer ist zu pflegen, dass die Wasserwerte aufrechterhalten bleiben. Aber ich denke mir so, es ist doch irgendwie auch eine gute Herausforderung, wenn ich damit beginne und das ja so ein bisschen versuche und damit so ein bisschen in das Ganze einsteige. Ich werde eh keine komplizierten Tiere darin halten. Die Garnelen, die ich will, die sind recht anspruchslos. Die kannst du auch, theoretisch kannst du die in kalten Temperaturen halten, in warmen. Die haben nicht viele Ansprüche, brauchen nicht viel Futter. Ich denke, die würden mir das auch verzeihen, wenn ich mal einen Fehler mache. Und ja, für mich ist das persönlich so gut. Ja, jetzt habe ich mir so ein Komplettset gekauft. Ich kann mir vorstellen, einige Leute, die sind so ein bisschen, was Komplettsets angeht, denken so ein bisschen, ja, vielleicht herausgeschmissenes Geld und so, weil man kann, wenn man sich vielleicht das individuell gestaltet, kann man ein paar Sachen weglassen und dann, ja, kann man es vielleicht günstiger holen. Aber ich habe wirklich über dieses Teil hier, ich kann meinen Deckel abnehmen, das Ding heißt irgendwie NanoCube Complete Plus. Ich habe wirklich von dieser allgemeinen Dennerle-Reihe, was Nano-Aquarien angeht, wirklich nur Gutes gehört. Deshalb habe ich mir das auch gekauft. Würde vielleicht wirklich billiger kommen, wenn ich mir das individuell gestalte. Aber ich finde es einfacher, wenn ich mir so ein Komplettset kaufen muss, wo ich mich noch nicht darüber informieren muss, über verschiedene Filter und alles, und mich wirklich einfach das kaufen kann und mich vor allem auf die Haltung der Tiere und wie ich das aufrechterhalten kann, das Aquarium konzentrieren muss. Und nicht noch kompliziert mit der Technik, weil hier schon sehr vieles dabei ist. Das ist wirklich ein Komplettset. Jetzt habe ich lange gelabert. Ich habe das schon so ein bisschen ausgepackt. Also das kam in einem riesigen Karton geliefert mit ganz viel solchen Karton drin. Also das war wirklich in einem riesigen Paket. Ich habe es auch bestellt. Ich habe es eigentlich dort bestellt, wo es am billigsten war. Ich kann die Webseite in die Beschreibung packen. Ist halt von der Schweiz. Ich weiß nicht, ob das jemand spannend findet. Irgendwie Olibetta heißt die Webseite. Da werde ich wahrscheinlich auch noch andere Aquarium-Sachen bestellen. Ja, hier in diesem Video geht es wirklich nur mal um das Teil hier, um dieses Ausstattungsding. Es kommen dann natürlich noch weitere Videos. So, ich hoffe mal, die Ansicht geht klar. Man stürzt sich nicht hier auf dem Schrank oder irgendwie etwas. Hier ist mal gut Schutz. So, da war noch
so einen Zettel drin, Rechnung oder was auch immer. Hat mich 158,30 Franken gekostet. Jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Sachen an. Was ist das? Hey, jetzt haben wir hier Haupt-Tablets Tabby Min. Hauptfutter für alle Bodenfische. Das war nicht drin, glaube ich. Das war nicht dabei in der Produktbeschreibung. Das ist irgendwie so ein Probiererpäckchen. Ja, gut, hier steht gerade, das ist wahrscheinlich das wird so ein Probiererpaket, um mich irgendwie in dieses Futter zu locken. Achso, hier, das packe ich mal nicht aus, weil ich es nicht wieder zusammenrollen will. Das ist so eine schwarze Folie. Kann man als Rückwand verwenden. Ich muss mal schauen, ob ich das benutze. Natürlich direkt hier das Mühsamste rausnehmen, hier auf der Seite. Ach so, das ist, stimmt, das ist, ach so, der Deckel, ja voll. Ja, da muss ich aufpassen. So geht es also. So, den packe ich gleich wieder ein. Das ist der Deckel auf jeden Fall. Hier ist so ein Loch, damit man den auch hochheben kann. Dann haben wir hier den Garnelenkies. Ja, auf jeden Fall als Bodengrund. Und davon haben wir zwei Packungen. Wie man hier sehen kann. Und wir haben echt sehr viel Bodengrund, weil zusätzlich ist auch noch das hier drin. Und zwar so ein Nährboden ist das. Spezialnährboden für Mini-Aquarien. Ich denke, ich verwende es wahrscheinlich, weil sonst haben wir vielleicht... Ich weiß nicht, ob wir sonst zu wenig Bodengrund haben, aber ich denke, ich werde es verwenden. Obwohl ich weiß nicht, wie nützlich es wirklich ist. Vielleicht verwende ich es dann doch nicht, weil ich weiß nicht, wie viele... das sind für Pflanzen. Und ich weiß halt auch nicht, wie viele Pflanzen ich wirklich haben werde, die ich einpflanze. Ich denke, die Mehrheit der Pflanzen, die ich bis jetzt so gesehen habe, die ich ansprechend finde und einfach zu halten, also einfach zu pflegen, sind so Aufsetzerpflanzen. Also die pflanzt man dann nicht direkt in die Erde ein, sondern hangeln sich zum Beispiel an irgendwelchen Wurzeln hoch oder die legt man dann auf Steine. Ich hoffe, es stört auch nicht, dass hier der ganze Rest hier so liegt. Ist es wieder irgendwie so ein Easter Egg wie vorhin? Wow! Ja, nicht Easter Egg. Ich wollte sagen, sowas wie dieses komische Futter, was war, so als Testing. Also, was eigentlich nicht dazugehört. Und ich glaube, es wirklich... Ja, wir haben hier einen Schlüsselanhänger in Form von Fußballzeug, weil jetzt ist gerade Fußball-Europameisterschaft. Ja, Schlüsselanhänger mit irgendeiner Aquariummarke. So, toll. Diese ist ein kleiner Einspieler aus der Zukunft, oder wie man das nennen will. Und zwar, ja, nochmal ist das Update. Ich habe ein bisschen... lächerlich über diesen Schlüsselanhänger oder was auch immer geredet, aber ich muss sagen, der ist gar nicht mal so dumm. Ich habe nur nicht genau geschaut, für was der gut ist, aber der hat eine der ist multifunktionsfähig. Hier, man kann ihn für drei Sachen benutzen. Also ja, ist immer noch nicht das krasseste und sieht auch ein bisschen komisch aus und ist halt eigentlich Werbung, aber man kann ihn halt für, ja, so, man sieht ihn hier, für mehrere Sachen verwenden und sogar, ja, wenn man den Schlüssel verliert, hier hinten ist eine Nummer drauf und dort ja, kann man dann den Schlüssel hinsenden. Ja, eigentlich gar nicht mal so dumm. Ach ja, übrigens, ich habe gesagt, Fußball-Europameisterschaft ist noch jetzt an dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Nee, ist gar nicht so. Ich habe nur nicht bemerkt, dass am Abend zuvor Italien zufälligerweise die Europameisterschaft gewonnen hat. Okay, sowas kann einem mal nach dem Kopf vorbeigehen. War das korrekt gerade, wie ich das gesagt habe? Na egal. Auf jeden Fall, das war's von diesem kleinen Einspieler und jetzt geht's mit dem normalen Video weiter. Diese Teile sind für den Deckel, weil, ja, man kann diese Glasplatte, diesen Deckel nicht einfach hier drauflegen, der fällt hier rein. Das muss man so dann an den Rand vom Aquarium befestigen, damit man nachher den Deckel drauflegen kann. Jetzt kommen wir hier gleich zu den großen Sachen. Da war mal einmal nochmal so diesen Nährboden. Also sehr viel Bodengrund ist da auf jeden Fall drin. Aber ich bin froh, da muss ich mich nicht drum kümmern, irgendwie Bodengrund zu suchen. Thermometer kann man auf jeden Fall immer benutzen, also gebrauchen. Dann nehme ich hier das Coolste raus, und zwar Papier. Wow, es ist mega, nicht mega viel, aber es ist noch anderes Zeug drin. Ich nehme das Papier raus. Ich glaube, das ist so ein bisschen Anleitung, wie man das Ganze ja pflegen kann, einrichten kann, oder wie es aufgebaut wird. Dann haben wir den Nano-Eckfilter. Das ist so ein Eckfilter, so ein Innenfilter. Aber ja, der kann so, für so einen kleinen Aquarium brauchst du auch keinen Außenfilter oder sowas. Ja, viel kann man nicht dazu sagen. Ich hoffe, der ist garnelensicher, vor allem für kleine Garnelen. Sonst muss ich den noch irgendwie mit einem Strumpf oder so abdichten. Und jetzt haben wir hier noch das Letzte, und zwar, das ist mega leicht, oha. Und zwar haben wir hier Style LED M6 Watt Nano LED für Süßwasser-Aquarien. Was kann man sagen hier? Eine Lampe. Es ist so, da ist jetzt noch so eine, also... Da stand bei der Produktbeschreibung zumindest, es ist noch so eine Schaumstoffmatte dabei, wo man es dann draufstellen kann. Ich weiß nicht, wo die ist, ob das schon das Aquarium schon auf dieser Schaumstoffmatte draufsteht. Tut es tatsächlich. Ach, das ist schon dran geklebt. Ich dachte, ach so, das ist ja mega, also eigentlich
praktisch, dass sie das schon dran geklebt haben. Oder vielleicht hält sich das, vielleicht ist es auch gar nicht dran geklebt. Es scheint nur so, weil es ist ein bisschen die ganze Zeit drauf stand. Ja, das nehme ich jetzt nicht raus, weil es gehört ja genau dahin. Auf jeden Fall da unten, müsst ihr euch vorstellen, ist noch so eine Schaumstoffmatte. Ich zeige nochmal alles im Überblick und dann gebe ich noch weitere Infos, wie es jetzt weitergeht mit diesen Videos. Ich habe das Ganze jetzt so semi-schön hingestellt, da noch mit der Schrankwand im Hintergrund, aber ich habe gerade keinen besseren Ort. Ich zeige vielleicht das Ganze nochmal ganz grob im Überblick, natürlich hier das Aquarium, was übrigens auch ganz schöne abgerundete Seiten hat hier vorne und hinten halt nicht, aber macht ja auch Sinn hinten. Und dann ja hier so Technik, Eckfilter und Lampe, dann hier ist das ganze Bodengrundzeug, Thermometer, diese kleinen Aufsetzer, damit man nachher die Glasplatte hin tun kann. Die Glasplatte ist hier drin, ich habe die sicher ausgepackt. Eigentlich habe ich gar nichts richtig ausgepackt. Also, ich habe sie ja vorhin kurz gezeigt, aber jetzt ist sie wieder eingepackt. Ich packe jetzt auch diese ganze Technik nicht aus. Einfach weil es ist ja blöd, unnötig, das sieht man dann noch in den anderen Videos. Ja, und hier noch diese Rückwand und hier noch diese Zusatzsachen, die eigentlich gar nicht reingehören. Ja, irgendwie Werbung, weil, so, ja. Ja, das war es auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wie schon gesagt, ich gebe noch Infos, wie es weitergeht mit den Videos. Es wird jetzt wirklich noch weitere Aquarienvideos gehen. Es gibt noch ein weiteres Unboxing, weil ich noch mehr Zubehör natürlich brauche dafür. Ein Einrichtungsvideo, die Tiere ziehen ja irgendwann noch ein. Das dauert jetzt aber ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht jede Woche wirklich Aquarium-Content hochladen. Ich denke, es kommt sicher noch 3-4 Videos darüber. So, ich habe jetzt ein bisschen ein neues Projekt eigentlich mit dem ganzen Aquarium. Und ja, seid einfach gespannt. Da sieht man auch die alten Produkte nochmal im Ganzen. Und ja, jetzt hoffe ich, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss.